Frank von Gigatech, das hier ist das Nokia 5.1 Plus. Nokia stammt aus Finnland, in Finnland wohnen die Lappen. Und einen solchen Lappen, auch wenn er hier in dem Fall aus HTC, von HTC stammt, den braucht man auch ständig bei diesem Gerät, denn es ist schwarz und aus Glas hinten und da muss man immer drüber wischen, um die Fingerabdrücke nicht zu sehen. Was es sonst noch zu dem Gerät zu sagen gibt, das verrate ich euch jetzt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es zunehmend schwer, den Überblick zu behalten bei all diesen Modellbezeichnungen von Nokia-HND Global, wie die Firma dahinter ja mittlerweile heißt. Deswegen muss ich auch immer wieder auf meinen Zettel gucken, um mich selbst daran zu erinnern, dass es sich hierbei um das Nokia 5.1 Plus handelt. Was haben wir hier? Also erstmal 5,8 Zoll in der Diagonale, das ist ein IPS-Display, also kein AMOLED. Das heißt, die Ränder an der Seite sind auch ein bisschen dicker. Nokia selber spricht hier auch von einem 2,5D-Glas-Display. Das finde ich, naja, ein bisschen couragiert. Also das ist hier so an den Seiten ein bisschen herabgelassen, aber 2,5D-Glas würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Das Display hat nur in Anführungszeichen eine Auflösung von 1520x720, also HD+. Ich sehe es jetzt nicht, dass es sonderlich unscharf wäre, aber so rein auf dem Datenblatt muss ich sagen, ist das schon ein bisschen schade. Und natürlich kann es auch dann sein, dass es in einzelnen Anwendungen trotzdem sichtbar ist, dass es hier nicht so ultra scharf ist, aber das mal dahingestellt. Ich meine, wir reden hier über ein Gerät, das etwas über 200 Euro kostet. Das kann man da vielleicht noch verknusen. Und hey, selbst Apple verkauft ja Geräte mit etwas über HD-Auflösung für sehr viel mehr Geld. Zum Notch ist hier zu sagen, der ist durchaus vorhanden, sozusagen in Hardware, aber links und rechts macht Nokia schwarze Balken, sodass der Notch nicht allzu sehr auffällt. Hier sind Datum- und Benachrichtigungssymbole zu sehen. Allerdings gibt es nicht die Möglichkeit, diesen Notch auszuschalten, also dass hier noch ein bisschen mehr beispielsweise vom Hintergrundbild zu sehen ist. Das Ganze ist ein Politikum, hat wohl rechtliche Hintergründe. Ich finde es ein bisschen dubios, aber wie gesagt, diese Einstellung, die ist jetzt hier nicht vorhanden. Man muss sich also mit der Tatsache arrangieren, dass man hier einfach oben und unten dann doch noch einen relativ dicken schwarzen Balken hat. Was haben wir hier noch an den einzelnen Seiten? Gucken wir erstmal nach oben. Klinkenbuchse, das ist eine gute Sache. Oben gibt es auf jeden Fall Fans von, die halt gerne ihre Kopfhörer dann auch auf der Nordseite des Gerätes einstecken. Hier rechts Powerbutton, der ist relativ tief eingelassen, ja, also hat jetzt auch nicht so den super Druckpunkt, aber kann man noch machen, das geht schon. Hier direkt darüber die Lautstärke-Wippe. Das ist hier auch so ein Plastikrahmen und auch die Tasten hier, die sind auch so ein Plastik. Das fühlt man schon, das fühlt sich jetzt nicht so super wertig an, kann man aber durchaus noch machen. Auf der linken Seite haben wir hier den Tray zum Einschieben von entweder zwei Nano-SIM-Karten oder einer Nano-SIM-Karte und einer Speicherkarte zur Speichererweiterung. Auf der Unterseite hier ein Monolautsprecher und hier noch die USB-Typ-C-Buchse. Da muss ich sagen, so gehört sich das. Das ist modern. Da können sich andere Hersteller, Honor und Huawei, gerne noch ein Scheibchen von abschneiden. Hier oben noch das Sekundärmikrofon. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Hier auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera und ein Sekundärmodul 5 Megapixel. Das ist natürlich einfach nur eine Kamera, die Tiefeninformationen aufnimmt, damit man so mehr oder minder hübsche Bokeh-Effekte damit zaubern kann. Das hier ist ein Fingerabdrucksensor, den fühlt man tatsächlich kaum. Also der ist jetzt nicht irgendwie sonderlich tief eingelassen. Da würde ich tatsächlich mit einem Case arbeiten, da fühlt man das dann wahrscheinlich ein bisschen besser. Ein Case empfiehlt sich auch alleine schon deswegen, weil das hier hinten Glas ist. Wer weiß, wie bruchsicher das ist. Und naja, Fingerabdrücke sieht man hier insbesondere bei der schwarzen Version ja auch, habe ich schon erwähnt. Und ansonsten, naja, innere Werte. Hier steckt ein MediaTek-Prozessor drin, ein Helios P60, also es ist ein 8-Kern-Prozessor. MediaTek hat ja so ein bisschen Ruf weg als der Prozessor, der verbaut wird, wenn Qualcomm nichts mehr da hatte oder dann doch noch ein Tick zu teuer war. So rein von der Leistung her gibt es hier jetzt aber nichts zu bemängeln. Also ob das jetzt ein P60 von MediaTek ist oder ein Snapdragon, weiß ich nicht, 400 irgendwas, macht jetzt keinen großen Unterschied. Soll heißen, es ist nicht überfluffig, aber kann man schon machen. Also das ist in Ordnung. Hier haben wir noch die Google Fotos App. Boah, jetzt muss ich hier ganz viel bestätigen. Okay, Scrolling zeige ich euch mal besser anhand der Einstellungen.
Also das ist schon okay. Vor allem großer Vorteil ist hier natürlich, dass Stock Android drauf läuft. Also keine Benutzeroberfläche, die extra noch von Herstellern verschlimmbessert wurde. Das Nokia 5.1 Plus ist auch im Android One Programm. Soll heißen, es kriegt 2 bis 3 Jahre lang Updates. Also 2 Jahre lang Betriebssystem-Updates, 3 Jahre lang Sicherheits-Updates. Ein bisschen enttäuscht war ich von der Tatsache, das Gerät ist auch schon ein paar Wochen draußen, dass hier zum aktuellen Zeitpunkt nur Android 8.1 drauf läuft. Da könnte eigentlich schon Android 9.0 drauf laufen. Aber wie gesagt, immerhin, Updates sind dank Android One garantiert. Octa-Core-Prozessor von MediaTek habe ich schon genannt. 3 GB RAM. Interner Speicher sind nur 32 GB, aber den kann man ja auch noch per MicroSD-Karte erweitern. Hier die Frontkamera hat 8 Megapixel. Das sind solide Werte. Und wenn man hier mal zum Beispiel ein Foto vom Severin macht, der hier gerade das Video aufnimmt, dann sieht man schon wunderbar sein Lächeln in Szene gesetzt. Okay, ist tatsächlich ein bisschen unscharf. Liegt nicht am Kameramann, sondern am Telefon. Die Rückkamera sieht man hier gleich. Naja, also ich denke mal, das sind angemessene qualitative Ergebnisse für ein Gerät in dieser 200-220 Euro Preisklasse. Oh ja, hier kann man doch durchaus noch ein paar Details erkennen. Das ist nicht komplett vermatscht, hier aber schon ein paar Artefakte oder Unschärfen zu sehen. Also, naja, ich denke, kann man machen, aber jetzt Ausstellung sollte man mit den Bildern, die diese Kamera gemacht hat, nicht unbedingt kuratieren. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Informationen zu dem Gerät, und das will mir jetzt schon wieder aus der Hand flutschen. Das ist das Nokia 5.1 Plus. Also Leute, das ist solide Einsteiger- bis Mittelklasse-Kost für einen Preispunkt von etwas über 200 Euro, finde ich. Ist das schon machbar? Natürlich stört so ein bisschen, zumindest auf dem Datenblatt, die niedrige Bildschirmauflösung bei dem Gerät. Aber hey, Apple verlangt für solche Geräte durchaus ein paar hundert Euro mehr. Android One ist dabei, finde ich gut. Android 8.1 vorinstalliert, das finde ich nicht so gut. Da sollte man mal ein bisschen Gas geben. Aber ja, so an sich ein gutes, okayes Gerät in diesem Preisbereich von 200 Euro. Da gibt es aber auch noch viele andere gute Geräte von Honor und Huawei zum Beispiel. Da ist der Konkurrenzkampf relativ stark. Ansonsten, naja, kann man schon kaufen. Hat euch das Video und vor allem die inhaltliche Überleitung am Anfang gefallen, dann gebt uns gerne ein Like, falls ihr das ziemlich lame fandet. Falls ihr Lappen seid, dann könnt ihr auch gerne Daumen runter geben. Abonniert auch unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.